Tag 3. Heute haben wir hier zwei Personen von der Vereinigung Privacy International. Die eine heißt Eva Blum, die sich vor allem mit dem globalen Süden beschäftigt, und Emmy Wood, die eine Anwältin ist und gegen Spionorganisationen arbeitet, gegen. Und sie reden über Polizeiarbeit im Zeitalter der Datenausbeutung. Gebt ihnen ein herzliches Willkommen. Ihr hört jetzt den Talk Polizeiarbeit im Zeitalter der Datenausbeutung. Ja, hallo, ich war schon 2 Jahre bei Privacy International als Anwältin, und womit ich mich in letzter Zeit anhand meiner Erfahrung auseinandersetze, ist, dass wir nicht wissen, was die Polizei heutzutage für Taktiken anwendet und auf welcher Rechtsgrundlage sie operiert. Und dieser Mangel an Transparenz führt zu, dass wir nicht so gut dagegen vorgehen können. Und ich glaube, ihr wisst alle circa, was für Technologien die Polizei einsetzt. Aber ich glaube nicht, dass das ausreichend ist. Wir müssen wirklich wissen, was spezifische Polizeikräfte gegen Individuen einsetzen. Warum? Wenn jemand verhaftet wird, dann muss man wissen, welche Beweise vorgelegt werden. Anwälte müssen wissen, welche Expertise benötigt wird, um ihre Klienten zu verteidigen. Und einzelne Personen können nicht alleine gegen unrechtsmäßige Überwachung vorgehen. Und nicht nur schuldige Personen sind davon betroffen, sondern zum Beispiel auch Rentner wie John Catt. Ein 90-jähriger Mann, der als Friedensaktivist aktiv war. Er hat keinen Eintrag bei der Polizei, und trotzdem hat er einmal frisch rasiert. Gibt es einen Eintrag über ihn, dass er frisch rasiert sei, etwas gezeichnet habe und sehr ruhig war und ein Brett mit orangenen Menschen drauf gehalten habe. Und das ist ein Beispiel für unrechtmäßige Überwachung. Und soweit ich weiß, gibt es keine Fälle, in denen diese unrechtmäßige Überwachung angefochten wird. Und wir von Privacy International und unseren Partnerorganisationen weltweit sind wirklich besorgt, dass das ohne Hindernisse vor sich gehen kann. Und daher haben wir im Vereinigten Königreich angefangen, herauszufinden, was vor sich geht mit Informationsfreiheitsanfragen. Und wir möchten ähnliche Anfragen und Forderungen in anderen Ländern voranbringen, mit eurer Hilfe hoffentlich. Jetzt übergebe ich an meine Kollegin Eva, die ein bisschen über Privacy International reden wird. Und dann wollen wir euch ein paar Sachen vorstellen, die wir herausgefunden haben. Okay, ich werde euch noch etwas mehr über unsere Organisation erzählen. Privatsphäre International. Wir sitzen in London und wollen das Recht auf Privatsphäre weltweit verteidigen. Wir führen Forschung durch für Verteidigung vor Gericht, für Gerichtsfälle, und zum Beispiel geht es um Gerichtsfälle gegen Nachrichtendienste, aber auch um andere Themen wie Connected Cars, also selbstfahrende Autos, die Finanztechnologieindustrie. Und zum Beispiel haben wir uns mit der Wahl in Kenia auseinandergesetzt und einer Medienfirma aus Texas. Und uns geht es um mehr Schutz auf Rechtsbasis gegen Überwachung. Und ja, wenn wir über Datenausbeutung reden, der Titel des Talks, worum geht es da?
Naja, das ist aus alten Sorgen entstanden, dass Industrie und Regierungen die Ausbeutung von Daten bevorzugt und eine Welt entwickeln, in der das mehr und mehr möglich wird. Und wir haben da drei Punkte. Zum einen, dass immer mehr übermäßige Daten generiert werden, jenseits unserer Kontrolle. Und Daten inzwischen verarbeitet werden in einer Art und Weise, die wir nicht nachvollziehen können. Und zuletzt, Daten werden genutzt, um uns weiter zu entmachten und die Mächtigen zu stärken. Und die Daten in unseren Handys und in unseren Computern, das war einmal. Jetzt kommen Daten auch aus unseren Autos, aus unseren Zahlungsmöglichkeiten und aus den Städten, in denen wir leben. Und all das sind Daten. Daten, die von anderen Entitäten genutzt werden, um uns einzuschätzen und Entscheidungen zu treffen, die unser Leben beeinflussen. Und worum geht es da? Naja, bekommen wir eine Versicherung oder nicht? Sollen wir ins Gefängnis wandern oder nicht? Wer sollte verhaftet werden? Das sind Fragen, die den Kern dieser Welt betreffen, die um Datenausbeutung herum gebaut wird. Und die unfaire, ungleiche Verteilung von Macht zwischen den Leuten, die Macht haben über Daten und denjenigen, die keine Kontrolle darüber haben, aber die Daten erst erzeugen. Darum geht es. Und was hat nun diese Datenausbeutung mit Polizeiarbeit zu tun? Die Polizei hat schon immer Daten genutzt, auch schon in der Vergangenheit. Zum Beispiel 1980, da hat ein Verkehrspolizist die Zukunft beschrieben. Ich habe sie die Daten der Zukunft genannt. Auf 55 Fuß Wandplatz habe ich jede Zugstation in New York City und jeden Zug gemalt. Und dann habe ich Stifte benutzt, um Verbrechen darauf zu markieren. Und dann habe ich die gelösten und die ungelösten Fälle so verglichen. Und das hat, dieses Projekt hat viele interessiert. Und Rudolph Giuliani, der frühere Bürgermeister von New York, hat die Polizei angefragt, diese Zukunftsgrafik umzusetzen und anzuwenden. Und daraus erfolgte dann Comstat. Und da sollte statistisch ausgewertet werden, wo Verbrechen passieren würden. Und dieses Narrativ, auf Grundlage der Idee, dass je mehr Daten man hat, je mehr Daten generiert werden, desto besser kann Verbrechen bekämpft werden. Das liegt hier zugrunde. Und die Welt, in der wir leben und konstant Daten generieren, wie zum Beispiel auf unserem Handy, ohne unser Einverständnis, da kommen neue Fragen auf. Also, welche Daten soll die Polizei benutzen dürfen? Was können sie damit tun? Was dürfen sie damit tun? Und werden wir alle, stehen wir alle unter Generalverdacht? Und da kommen wir dann zum Stichwort Smart Cities. Datengetriebene Polizeiarbeit hat viel mit dem Wort Smart, Intelligenz zu tun. Und dieses Wort Intelligent wird natürlich von der Industrie benutzt, um diese massenhafte Verwendung von Daten zu beschreiben, um Services zu kreieren, Dienstleistungen. Aber die Verbindung zwischen intelligenten Städten und datengetriebener Polizeiarbeit sieht noch etwas anders aus. Und der erste Grund dafür ist, dass wenn Städte in Infrastruktur investieren, dann geht es um Sicherheit. Das ist etwas, das wir in unserem letzten Bericht vorgelegt haben, vor allem auch mithilfe der Organisation Coding Rights in Brasilien und Digital Rights in Pakistan. Und Brasilien ist ein interessantes Beispiel, denn bevor
vor Olympia dort und vor der Fußball-Weltmeisterschaft haben sie massiv in Infrastruktur investiert. Und was sie damit erreichen wollten, mit dieser intelligenten Städteinfrastruktur, war erhöhte Sicherheit in den Städten. Und daher gab es sehr viel mehr Vernetzung innerhalb der Polizei. Das hier ist zum Beispiel ein Kontrollraum der Polizei, wo Überwachungskameras koordiniert werden und wo festgestellt werden soll, wo vor allem Verbrechen passieren und auch Naturkatastrophen. In Pakistan gibt es ein ganz neues Projekt über intelligente Städte, das sogar als sichere Stadtprojekt bezeichnet wird. Und die Industrie ist natürlich schon auf diesen Zug aufgesprungen, aber wir haben hier zum Beispiel ein Beispiel für die Vision einer intelligenten Stadt. Und man sieht, dass diese sehr zentralisierte Version der intelligenten Stadt existiert. Also darf man sich nicht wundern, dass Städte, die dort investieren in Smart Cities, bieten natürlich eine Plattform für die Polizei, das zum Beispiel IBM, Oracle und Microsoft. Wir sehen relativ viele viele Länder haben eine Reduktion des Budgets für die Polizei und da ist es natürlich sehr interessant, solche Plattformen zu kaufen, um mehr Daten zu sammeln, um mehr Polizeiarbeit in kürzerer Zeit zu tun und effizienter zu sein. Da gibt es eine Änderung in der Privatsphäre, wenn diese Techniken eingesetzt werden. Wir werden kurz zeigen, wie datengetriebene Polizeiarbeit aussieht und wir werden uns dann auch noch andere Ergebnisse anschauen. Das erste Ergebnis ist die Predictive Policy, also Verbrechen vorhersagen, durch die Vorsorge vermeiden. Das ist in der Regel das, was hinter Data-Driven Policing dahinter steht. Predictive Policing arbeitet mit ähnlichen Grundlagen. Die Idee ist, wenn man aufzeichnet, wo Verbrechen passieren, dann kann man vorhersagen, wo die nächsten Verbrechen passieren. Der Haupttreiber ist die Firma Predpol. Sie sagen relativ deutlich, was sie tun. Sie benutzen künstliche Intelligenz, um Verbrechen zu verhindern, indem man vorhersagt, wo es sehr wahrscheinlich auftritt. Predpol und andere Firmen benutzen einen sogenannten Hoax-Prozess, den sie verwenden, um, wie man, der ähnlich aussieht wie die Vorhersage von Erdbeben. Die grundlegende Arbeit ist, dass man nach einem Erdbeben Nachbeben hat und die Nachbeben passieren dort, wo das Hauptbeben war, dort in der Nähe. In einer kurzen Zeit danach passiert das. Und dieser Hawks-Prozess ist die Grundlage für dieses Data-Driven Policing. Das heißt, wenn ein bestimmtes Ereignis passiert, dann passieren andere Ereignisse derselben Art in einem kurzen Zeitraum nach dem Hauptereignis am selben Ort. Ob das wirklich für Verbrechen funktioniert, das ist eine gute Frage. Aber das ist wirklich die Grundlage, auf der dieses Predictive Policing beruht. Das heißt, das Mantra des Predictive Policing ist es, die Daten aufzuzeichnen an den Orten, wo Verbrechen passiert. Dann kann man so Hauptpunkte, Schwerpunkte des Verbrechens identifizieren. Andere Firmen wie Predpol machen das und die Daten sammeln. Das nennt man beispielsweise Open Source Intelligence, die Wetterberichte, Informationen der Volkszählung, Informationen über interessante Punkte wie Bars, Kirchen, Schulen. Dass die vorhersehende Polizeiarbeit kommt, war die Hauptsorge, ob das so eine Art Minority Report-Szenario kommt, wo Personen verhaftet werden, bevor sie ein Verbrechen begehen. Und Predpol hat gesagt,
dass es geht nicht darum, wer das Verbrechen macht, sondern wo es passiert. Das ist nicht ganz wahr, denn tatsächlich sehen wir aktuell mehrere Programme, insbesondere in der USA, wo Polizeieinheiten versuchen, nicht rauszufinden, wo das Verbrechen passiert, sondern natürlich, wer das gemacht wird. Zwei Beispiele sind die ist das Kansas City No Violence Alliance Projekt. Das ist ein Programm, welches die lokale Polizeibehörde gemacht hat, mit der man vorhersagen will, wer der nächste Kriminelle wird. Sie benutzen einen Algorithmus, der Daten aus traditioneller Polizeiarbeit und sozialen Medien kombiniert und Informationen über bekannte Verbrecher. Da erzeugen sie Grafiken, um eben zu zeigen, wie bestimmte Leute miteinander verbunden sind zu bestehenden Verbrechern. Und sobald die identifiziert werden, dann wird ein Meeting mit ihnen gemacht, unabhängig davon, ob sie etwas gemacht haben oder nicht. Und dann gibt es eine Diskussion, warum sind sie zu diesen verurteilten Kriminellen oder Gangmitgliedern verbunden. Und sie sagen ihnen, dass sie vorgewarnt werden. Das heißt, wenn ein Verbrechen passiert innerhalb ihres Netzwerkes von Personen, dann ist jede Person, die diesem Netzwerk verbunden ist, wird verhaftet, unabhängig davon, ob man was getan hat oder nicht. Es gibt Dutzende von Polizeidepartments, die das machen. Das ist beispielsweise das Chicago Police Department. Das hat einen Index der 400 Personen, die am wahrscheinlichsten kriminelle Aktionen machen werden. Das ist aber die Realität, auch wenn es sich seltsam anhört. Das ist sehr besorgniserregend, denn diese Leute, die in dieser Liste waren, sind tatsächlich keine Kriminellen. Man geht nur davon aus, dass sie halt zu Leuten Verbindungen haben, die Verbrechen begehen. Das heißt, wenn dein Nachbar ein Verbrecher ist, dann kann es sein, dass du auf dieser Liste auftauchst. Predictive Policing ist relativ problematisch aus mehreren Gründen. Aus dem ersten Grund, erstens Wahrnehmung der Unschuld, die Unschuldsvermutung. In einer Welt, wo man auf so einer Liste auftaucht, bevor man ein Verbrechen überhaupt begeht oder von der Polizei gerufen wird zu einem Gespräch, was ist mit dieser Grundlage von der Unschuldsvermutung, was passiert damit? Die andere Frage ist, können wir wirklich einen Algorithmus für die Vorhersage für Erdbeben verwenden und ihn auf Menschen anwenden? Denn Menschen funktionieren nicht wie Erdbeben, sie haben ihre eigene. Sie haben, es stellt sich die Frage, wie Daten gesammelt werden. Die Polizei wird häufiger an Orten sein, wo man es Minderheiten gibt. Dann kann natürlich sein, dass hier mehr Daten gesammelt werden, ja, und damit auch immer auf diese Minderheit zeigen. Und wenn die Polizei dann eben nicht so sehr das sogenannte White-Collar-Crime sich anschaut, dann werden sie dort weniger Daten haben. Das heißt, es gibt eine ungünstige Schwerpunktsetzung, die dann zu einer Schwerpunktsetzung bei den Ergebnissen führt. Und diese Ergebnisse führen wiederum dazu, immer diesen Trend weiter verstärken. Ja. Das heißt, es wird immer stärker in diesen Minderheitsgebieten sein. Eine der Techniken, die wir in England gesehen haben, die auch in der Welt gesetzt werden, wir brauchen da noch mehr Informationen für die Forschung, ist die Extraktion von Daten von Mobiltelefonien. Die Polizei kann Daten von Notebooks und Telefonen ziehen. Die Daten, die gezogen werden, werden dann in einer Datenbank der Polizeibehörde gehalten, zum Beispiel Fotos, Nachrichten. Und alle die Leute, mit denen du dort kommuniziert hast, wussten nicht, dass sie in einer Polizeidatenbank kommen und sie bleiben dort so lange, wie die Polizei das will. Diese Geräte sind sehr benutzerfreundlich. Ihr könnt euch die Werbung von Cellbrite auf YouTube angucken, wie man diese Geräte benutzt. Und je nach Gerät und Betriebssystem, das ist ein Beispiel einer Polizeidokumentation bezüglich einer Cellbrite-Extraktion mit dem UFED. Also die Informationen über das Gerät, Anrufe, Nachrichten, Mails, Bilder,
und auch die Wi-Fi-Netzwerke, mit denen man verbunden war. Wenn man hier auf die Webseite von Cellebrite guckt, man kann auch System- und gelöschte Daten wiederherstellen, Informationen über das Cloud Storage finden und Partitionen zugreifen, die auf einer nicht zugänglichen Partition sind. Und je mehr Daten auf unseren Telefonen sind, desto größer wird diese Liste. Und die Polizei in England benutzt Cellebrite und verschiedene andere Hersteller. Alle wissen, wie wertvoll diese Daten sind. Das heißt, wenn du zu einer SIM-Karte einer Person Zugang hast, dann hast du Zugang zu dem Leben dieser Person. Die Menge an Daten, die auf einem mobilen Gerät drauf ist, ist viel größer als je zuvor. Es gibt auch keine Zeitbegrenzungen. Das ist ein anderes Dokument, was wir von der UK Police haben. Wenn ihr bestimmte Datentypen Extraktionen macht, dann werdet ihr alle Informationen eines bestimmten Typus ziehen, nicht nur die Daten, die relevant sind für eine Untersuchung. Und alle diese Daten gehen in unbegrenzter Zeit in eine Polizeidatenbank. Und wenn ihr fragt, ob es okay ist, dass euch wahrscheinlich unklar ist, welches Volumen an Daten die Polizei von einem Mobiltelefon zieht, dann gibt es natürlich noch die Infotainment-Systeme in Autos, die Smart-TVs und andere Netzwerkgeräte daheim. Hier gibt es einen Report aus den UK, wer ein Mensch von einer Polizeibehörde in London geschrieben hat, diesen Januar, die Fallszene von morgen, der Tatort von morgen, ist einfach das Internet der Dinge. Und der Detektiv hat ein Toolkit mit Forensikwerkzeugen und die benutzt er, um die Informationen direkt vor Ort zu sammeln, statt die Geräte mitzunehmen und nicht Geräte mitnehmen. Ja, das heißt, in den Asservatenkammern tauchen dann die IoT-Devices auf. Sie möchten halt in euer Haus laufen und alles runterladen. Die einzige Begrenzung sind die Schutzsysteme auf dem Gerät selber. Das Gesetz schützt uns nicht und das muss sich ändern. Also, ich werde ein wenig über Open Source Intelligence, Datensammlung sprechen und Social Media Datensammlung. Und über die Quellen, die zu dieser Predictive Policing Polizeiarbeit herangezogen werden. Und natürlich Open Source, da denken die meisten, ja, das ist auch okay, das tut niemandem was an. Und die Annahme ist eben, naja, wenn es offen verfügbar ist, dann kann es auch die Polizei nutzen. Und was wir SOCMINT nennen, also Social Media Datensammlung, das gibt es auch noch. Und es gibt viele Arten, das durchzuführen. Es kann ein einzelner Polizist, eine Polizistin sein, die auf Facebook oder Twitter Accounts von Verdächtigen anschaut. Aber es gibt auch Unternehmen, die Facebook, Twitter und andere Unternehmen scrapen, massenweise Daten sammeln und an die Polizei weitergeben. Und Social Media, da ist die Grenze zwischen privat und öffentlich sehr vage. Denn wir geben Dinge von uns nach außen auf diesen Plattformen. Und zurzeit nutzt die Polizei diesen einzigartigen Ort, diesen Graubereich aus. Und sie greifen auf diese Inhalte komplett unreguliert zu. Und zum Beispiel, man muss nicht mit jemandem befreundet sein oder bereits existierende Verbindungen haben zwischen einem Verbrecher und der Polizei. Also alles ist frei zugänglich. Und ich habe vorher schon über Budgetlimitierungen geschrieben.
Und die Polizei profitiert hiervon natürlich, denn es kostet überhaupt nichts, Social Media zu benutzen. Und daher ist dieses sogenannte Sogmint quasi der erste Schritt in einer Ermittlungssache, denn es kostet nichts. Und Sogmint ist nicht harmlos im Sinne, denn es geht auch darum, die Leute zu orten anhand ihrer Posts. Ihre Verbindungen zu anderen Menschen, zum Beispiel zu Protesten, herzustellen. Und natürlich so auch die Hintermänner, die Personen hinter einer Bewegung herauszufiltern. Und was wir wissen, ist, dass die Polizei in der UK gewisse Produkte einsetzt. Das hier ist ein anonymisiertes Zitat, die über Sogmint forschen. Viel kam aus dem Bereich des Marketing, denn Marketing hat Social Media bereits benutzt, um zu verstehen, was Leute sagen über ihre Produkte. Und wir wollen verstehen, was Leute sagen. Und daher ist es quasi dasselbe, nur rückwärts. Und daher haben Polizeikräfte hat die Nutzung von Sogmint bei Polizeikräften keinen Einfluss auf die Privatsphäre. Zum Beispiel, wenn ein Post deinen Standort verrät oder der Inhalt des Posts etwas private Informationen enthält, zum Beispiel über Sexualleben, über politische Einstellungen, können wir da was gegen tun, dass die Polizei diese Informationen heranzieht? Also wir wollen natürlich, dass normale Nutzerinnen und Nutzer auf diese Informationen zugreifen können. Aber wenn eben Institutionen der Macht wie die Polizei darauf zugreift, was heißt das für unser Recht auf Privatsphäre? Und damit will ich nicht sagen, dass Leute aufhören sollten, Social Media zu benutzen. Sondern es geht darum, was für regulatorische Maßnahmen können wir errichten, um die Polizei, um es der Polizei zu erschweren, auf Social Media Informationen zuzugreifen. Und die Regulierung von Sogmint hat schon zu Missbrauch geführt. Wir haben zwei Fälle in den USA gefunden. Zum einen Razer gegen die Stadt New York, ein Fall der einer amerikanischen Bürgerrechtsvereinigung, ACLU. Die Polizei New York hat systematisch Informationen über Muslime in New York via Social Media gesammelt, in diesem Fall. Und der zweite Fall war ein Unternehmen namens Zero Fox. Und was sie machen, ist die Überwachung, das Monitoring von Social Media. Und nach Freddie Grays Beerdigung, ein 25-jähriger schwarzer Mann, der von der Polizei erschossen wurde, gab es Unruhen in der UK. Und Zero Fox hat führende Personen von Black Lives Matter identifiziert, wiederum via Social Media und so über und so 19 Personen identifiziert. Und einige der identifizierten Personen waren tatsächlich führende Personen bei Black Lives Matter, aber die wurden dann als gefährlich eingestuft und das war sicherlich nicht der Fall. Und was wir hier sehen, ist, dass es immer dieselben Ziele sind. Also Aktivistinnen und Aktivisten, People of Color und ja, wenn wir jetzt verstehen, dass Sogmint eine Datenquelle ist für vorhersagende Polizeiarbeit, wo private Daten der Polizei zur Verfügung stehen und das wahrscheinlich dazu führt, dass Menschen noch mehr beobachtet werden.
dann ist Social Media eben, wie schon gesagt, eine interessante Mischung aus privaten und öffentlichen Informationen. Aber vor allem ist es eben ein privater Raum, in dem wir Regeln folgen, die private Unternehmen aufgestellt haben. Und wenn wir diesen Raum erhalten wollen, dann müssen wir wirklich verstehen, wie weit die Polizei diesen Raum ausgenutzt hat und wie wir diesen Zugriff der Polizei regulieren können. Also schauen wir uns mal die ersten Ergebnisse an, die wir gemacht haben, indem wir Freedom of Information-Anfragen gestellt haben. Es gibt natürlich einen Mangel an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und die Basis, die Gesetzesbasis ist relativ veraltet. Manchmal gibt es wenig Kontrollmechanismen. Wir haben die gefragt, wie die Polizei von Connected Devices in daheim sie Sachen herunterladen wollen. Und sie haben gesagt, wir bestätigen weder etwas noch tun wir es verneinen. Das ist eine etwas seltsame Antwort. Wir haben ja bereits öffentlich ohnehin gesagt, dass sie das machen wollen. Des Weiteren möchte die Regierung, bzw. das Home Office möchte sozusagen die Fähigkeiten zu entwickeln, das Internet of Things auszunutzen im Rahmen von Ermittlungsarbeiten. Die Polizisten werden Training erhalten in Bezug auf Datenextraktion, die von IoT-Devices stimmt. Das heißt, wir haben diese Polizeibehörde nochmal angefragt und sie haben aber immer wieder die gleiche Antwort gegeben. Das heißt, wir versuchen sie herauszufordern mit einem Freedom of Information Act. Und wir haben dabei auch das hohe Risiko identifiziert, welches von Predictive Policing ausgeht. In der UK wird das sicher sich verstärken, denn die Polizeibehörden benutzen entweder solche Werkzeuge schon oder möchten sie in 2018 nutzen. Es gibt keine Schutzmechanismen, es gibt keine Kontrollmechanismen, keine öffentliche Diskussion. Das heißt, wir haben sie noch mehr Fragen gestellt. Aber sie haben gesagt, sie werden nicht antworten, weil wir sie nur stören. Und sie werden nicht antworten. Und das heißt, wir haben noch eine Herausforderung. Und wie sieht es mit der Extraktion von Daten aus Telefonen? Das sind die Statistiken, die wir gefunden haben. Vielleicht sind die nicht ganz präzise, weil es sie davon abhängt, wie präzise die Behörde diese Daten mitteilt. Aber 93% der Polizeibehörden ziehen Daten von digitalen Geräten. Wir wissen, dass sie das erhöhen möchten. Sie möchten mehr Polizisten ausbilden, mehr Equipment kaufen, mehr Ausrüstung kaufen und dass die Extraktion ein Standardvorgang der Verhaftungen gemacht werden, auch wenn das Gerät mit dem eigentlichen Verbrechen oder dem vermuteten Verbrechen noch nichts zu tun hat. Aber die Polizei braucht dafür keine Freigabe. Sie müssen nicht mal da den Verdächtigen informieren, dass sie von seinem Telefon Daten gezogen haben oder dass sie sich speichern werden. Wenn das gemacht wird, ohne dass die Leute es wissen, wie in aller Welt können die Leute sich dann korrekt verteidigen? Wie können sie darum bitten, dass die Daten auch gelöscht werden, wenn sie sich als unschuldig erweisen? Und Social Media Monitoring, was die Polizei als Open Source Intelligence betrachtet, das ist ein Mitglied des House of Lords, der Grünen Partei. Hier ist ein Zitat von ihrem Eintrag in der nationalen Extremistendatenbank. Wenn ein Mitglied des House of Lords vom Social Media erfasst wird, weil sie auf einer Fahrradtour dabei war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sehr viele Leute, die einfach nur einen normalen Protest teilnehmen, dass sie auch in dieses Monitoring reinfallen. Das ist bemerkt worden. Das sind zwei Zitate von Offiziellen. Das erste, eine Einheit, welche Terrorismus untersucht. Ja. Und man weiß, sie haben geschrieben, dass man nicht weiß, wie viel Social Media gemonitort wird. Und das andere ist ein relativ hartes Statement eines Polizeikommissars. Dass soziale Medien sollten nicht als sozusagen ja freiwillig als wilder Westen betrachtet werden von der Polizei.
Nun zu den veralteten Gesetzen. Die meisten Techniken, die wir angeschaut haben, gibt es eine Gesetzesgrundlage. Das bezieht sich auf Extraktion von Telefonen. Das heißt, die Gesetze sind knapp 30 Jahre alt und die sind auch heutzutage nicht mehr angemessen für Mobiltelefone von heutzutage. Dieses Gesetz war dafür da, mit Standardsuchen umzugehen. Also die Suche eines klassischen Telefons ist auch kein Vergleich, ein Gebäude zu untersuchen oder eine Person. Wir haben regelmäßig nachgefragt, wie das aussieht. Da gibt es keine Freigabebedarf durch einen Richter. Wenn ihr denkt, dass ihr oder eure Freunde dort Daten extrahiert wurden oder dass die Polizeibehörden euer Gerät hatten, dann müsst ihr eben Fragen stellen. Und hier die kurze Zusammenfassung: fehlende Kontrollmechanismen. Wir haben im Januar diesen Jahres berichtet, dass Dokumente, die in einer Ermittlung erfasst wurden mit einem Cellbrite, und ein Bericht hat gesagt, dass in der Hälfte der Fälle die Polizei beobachtet hat, dass die Polizei sich keine Freigabe intern hat geben lassen, um die Extraktion machen zu lassen. Und relativ oft waren die Polizisten schlecht ausgebildet in harten Fällen, zum Beispiel beim Mord. Und manchmal sind Dateien verloren gegangen, auch Dateien mit intimen personellen Details. Warum ist das wichtig? Hier sind ein paar wichtige Punkte. Informationen-Asymmetrie, wie erklärt, die Polizei kann nun viel Daten sammeln, als der Benutzer steuern kann. Die Unterschied in der Macht: Sie können Informationen sammeln über Quellen, die wir nicht steuern können, entweder durch öffentliche Geschichten oder andere Geräte. Es gibt ungleichen Zugang zu Daten, denn wenn eure Anwälte nicht wissen, was gesammelt wird, dann wissen sie nicht, wonach sie die Polizei fragen müssen. Zusammengefasst, das heißt, das Individuum hat einen großen Nachteil. Ein anderer Einschlag ist der Effekt auf die Ausübung politischer Freiheiten, Redefreiheit und so. Wenn die Polizei alles überwacht, dann werden Privatpersonen das nicht tun. Werden vielleicht Menschen vorsichtiger sein, bei einem Protest mitzumachen oder bestimmte Hashtags zu verwenden? Und wie geht es darum, wer eure Freunde sind? Wenn eure Freunde wissen, dass ihr zu Protesten geht, wollen sie dann mit euch assoziiert sein, weil dann sind ja ihre Daten auf eurem Telefon, wenn sie wissen, dass das vielleicht extrahiert wird. Es ist viel einfacher, anonym zu sein, ein Gesicht in der Masse, als eine Person, die sich gegen die Macht auflehnt. Aber diese neuen Arten der Polizeiarbeit definieren die Kunst des Protests neu. Was können wir tun? Viele von euch sind mit diesen Technologien vertraut. Aber wir müssen herausfinden, was die Polizei vorhat. Wir wollen das in der UK und überall in Europa mit Informationsfreiheitsanfragen bewerkstelligen. Bitte setzt euch dafür mit uns in Verbindung. Ich würde auch gerne mal so ein Cellebrite-Gerät verwenden, um zu sehen, was genau aus meinem Handy ausgelesen werden kann. Und mit vielen Anwälten, mit denen ich spreche, die Experten sind für andere Fälle, wissen wirklich nichts über die Werkzeuge, die die Polizei verwendet, und können daher auch nicht die richtigen Fragen stellen. Und das muss sich ändern. Und schließlich möchten wir auch euch bitten, diese Debatte ins Rollen zu bringen, unsere Ergebnisse zu teilen und euch daran zu beteiligen. Vielen Dank. Big applause. So, we've got ample of time for Q&A. Wir haben Zeit für Fragen und Antworten. Gibt es? Ja, da gibt es eine Frage. Hallo. Ihr nennt das Problem, dass sie Cellbrite verwenden, dass es alle Fotos, alle E-Mails zieht, nur diejenigen, die sie brauchen.
Was ist die Lösung? Ist das eine technische Lösung, die diese Firmen implementieren müssen, oder braucht es Gesetze? Denn ein Mobilfunkgerät ist natürlich Teil immer einer Ermittlung. Ja, was ist der Workaround? Ich glaube beides. Also die Tatsache, dass es kein Gesetz gibt, das das regelt und niemand darüber redet, ob es eine technische Lösung geben kann. Also wenn eben alles aus einem Handy extrahiert wird, muss es dann danach gelöscht werden? Das Problem ist, wir wissen nicht von irgendwelchen Löschpraktiken, und die Polizei hat schon öffentlich sich dazu geäußert, dass sie diese Daten so lange vorhalten, wie sie möchten. Und das sollte natürlich nicht möglich sein, nur weil diese Daten irgendwann mal wieder nützlich sein könnten. Und ich denke, die Kombination aus beiden Ansätzen, technisch und politisch, ist der richtige Weg. Ich vermute, dass Daten verkauft werden, um Dinge zu bekämpfen. Welche Argumente? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich daran erinnert, dass ein Großteil der Öffentlichkeit in der UK nicht weiß, dass das vor sich geht. Die Geheimdienste und sonstigen Institutionen in der UK, dass die immer mehr Macht bekommen und durch neue Gesetze, die sehr in die Privatsphäre eindringen. Und ich glaube, ja, diesen Diskurs gibt es noch gar nicht, weil wenige Leute darüber reden. Und die Extrahierung der Telefondaten, das ist auch schon für niedrigschwellige Verbrechen. Also zum Beispiel eine Schlägerei in einer Bar und so. Also das soll in wirklich jedem Fall angewandt werden. Und wir wissen gar nicht mal, was für spezielle Fälle Verwendung findet. Eine Frage aus dem Internet. Wenn ihr sagt, dass es zu wenig Gesetze gibt für diese Arbeit, gibt das zu dokumentieren mit dem Umgang von Daten von Geräten, redet ihr nur auf USA und England oder habt ihr auch Beispiele für andere Länder? Ich weiß von keinem Staat. Ich kenne kein Land, was grundlegende Regeln für die Nutzung von Daten von. Thank you again for a great talk. In terms of data exploitation, in der Art Data Exploitation, wo ich hätte gerne mehr Informationen über die Frage, wer macht die Exploitation. In der US hatten die Forscher Schwierigkeiten, die Informationen von Polizeibehörden bekommen, wenn man nicht weiß, wer hat die Daten. Also diese Datenausbeutung, dieses Programm, das wir betreiben bei Privacy International, da geht es auch um den privaten Sektor und um Regierungen, denn es gibt eben auch eine ganze Industrie der Datenhändler, die überhaupt nicht reguliert ist. Und da ist noch wenig bekannt über die Unternehmen, die da daran beteiligt sind. Und Millie wird noch ein wenig mehr über die Regierungsanteile dabei reden. Aber es ist eben ein Widerspruch. Also wir arbeiten in vielen Ländern, die keinerlei Datenschutzregulatorien haben. Und daher stellt sich für uns das Problem, wie schränken wir die Macht des Staates ein, wenn nicht mal grundlegende Gesetze existieren zum Datenschutz. Und kann man wirklich Unternehmen zur Rechenschaft ziehen? Das geht natürlich einfacher als bei Staaten. Denn ja, da braucht man eben ein rechtliches Framework, um die Macht zu limitieren. Also wir wollen quasi alle kontrollieren. Und ich glaube, in den USA gibt es ein gutes Beispiel, denn da gibt es viel mehr Forschung über das, was die Polizei macht. Und zwar Axiom. Das ist ein Speichergerät für Körperkameras und Körpermikrofone.
Und da hat ein Anwalt gesagt, als er was herausfinden wollte, musste er den Nutzungsbedingungen von Axiom zustimmen, eines privaten Unternehmens. Und die hatten dann Zugriff auf diese Daten, auf dieses Video. Und das ist eben ein sehr reales Problem. Und das muss noch gelöst werden. Danke für eure Arbeit. Vielleicht habt ihr schon beantwortet. Es sieht so aus, als hätten wir einen guten Startpunkt für diesen Prozess, die Macht zurückzukriegen. Aber sie wollen sie sicher nicht aufgeben. Aber wie, was ist die Strategie, die Polizei und die Regierung diese Sachen aufzugeben und die Balance wiederherzustellen? Ist das eine Gesetzesfrage? Sind das Gerichtsverfahren? Ich glaube, ein Weg allein funktioniert nicht. Also in Prozessen, das ist keine gute Taktik. Also wir brauchen alle Seiten. Wir wollen uns nicht nur darauf konzentrieren, dass man den Rechtsweg oder den parlamentarischen Weg einschlägt, sondern in der UK probieren wir alle Wege gleichzeitig. Zum Beispiel nächstes Jahr wollen wir ein Video machen, die Öffentlichkeit mehr informieren. Wir wollen aber auch ins Parlament und dort sprechen. Und ich spreche auch mit vielen Anwälten und Anwältinnen und ich hoffe, da kommen auch ein paar Klagen bei raus. Denn zum Beispiel dieser John Cat Case, den wir vorhin vorgestellt haben, da werden wir dann einfach mit der Zeit sehen, was funktioniert und was hängen bleibt. Hi, danke für den Talk. Ich habe eine Frage in Bezug auf zu den Lösungen mit der ganzen Geschichte. Ein Aspekt, der mir gefehlt hat, war die ökonomischen Faktoren. Ihr seid aus England und der private Sektor ist auch in anderen Bereichen, weil manchmal, wie geht ihr da mit ökonomischen Faktoren um? Das kann auch aus Kostengründen gemacht sein, um Personalkosten zu sparen, um die Gehälter zu kürzen. Automatisierte Polizeiarbeit ist natürlich günstiger. Das könnte man einfach outsourcen. Cost saving, and so maybe it would be a nice thing. Vielleicht wäre es interessant, sich anzugucken, wenn ihr sagen könntet, wie der Versuch aussieht, wie die ökonomische Situation aussieht bei solchen Situationen aussieht. Ja, ich glaube, du hast recht, wenn du diese Verbindung mit dem Gesundheitssystem und der Polizeiarbeit aufbringst. Denn die Ökonomie, die wirtschaftlichen Verhältnisse des Angebots der Polizeiarbeit, das stammt aus dem gleichen Quelle wie das Gesundheitssystem in Großbritannien. Und da wird eben viel privatisiert, weil das Budget gekürzt wurde, weil neue Bedarfe entstehen. Und bei der Polizei ist das ähnlich, wenn da zu wenige Menschen arbeiten und diese neuen Technologien aufkommen, dann muss die Arbeit effektiver werden. Und die Idee hinter dieser präventiven Polizeiarbeit ist natürlich, dass wenn man schon weiß, wo wahrscheinlich ein Verbrechen passieren wird, dann kann man genau dort die begrenzten Ressourcen, die man zur Verfügung hat, einsetzen und muss sich nicht das große Ganze anschauen. Und ich will natürlich hier nicht die Polizei verteidigen, keineswegs, aber es gibt tatsächlich die Notwendigkeit, da Reformen durchzuführen.
und eben aus einer anderen Perspektive Polizeiarbeit zu betrachten. Denn wie schon gesagt, es ist schon sehr, sehr lange her, dass dieses Narrativ sich entwickelt hat, dass mehr Daten zu mehr Lösungen führen. Und wozu wir keine Zeit hatten in diesem Talk, ist die Forschung, die zeigt, dass das alles nicht funktioniert. Also dieses Bread Poll zum Beispiel, das führt einfach viele Polizisten hinters Licht. Und ja, da ist einfach vieles daran falsch. Also man kann nicht eine Stadt jetzt mit einer Stadt in einem Jahr vergleichen. Das ist alles sehr simplifiziert und vieles in diesen Projekten funktioniert eben überhaupt nicht wirklich. Und ich will natürlich diese Funktion auch gar nicht haben. Ich will nicht sagen, ja, hättet ihr mal bessere präventive Polizeiarbeit, sondern die Frage ist ja, wie können wir gesetzliche Maßnahmen haben, die die Polizei zwingen, andere Polizeiarbeit zu betreiben? Vielen Dank für eure Präsentation. Eine Frage bezüglich des Social Media Monitorings. In meiner Vermutung ist das ein Bruch der Verträge mit Twitter. Also diese Unternehmen, die Daten scrapen, Daten in großem Maßstab sammeln, die verstoßen gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook und Twitter zum Beispiel. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel diese Marketingunternehmen, über das ich geredet habe, was die machen, ist, die kaufen die Daten von Facebook und Twitter. Und das ist natürlich interessant, denn Facebook sagt, ja, wir verkaufen deine Daten nicht, aber das sind Marketinginstrumente, die benutzt werden, um zu sehen, was Leute über Produkte sagen. Und natürlich, da wird eben nicht dein Ort, dein Name verkauft, also deine persönlichen Daten oder deine Posts in privaten Gruppen, aber eben deine Vorlieben. Die werden an diese Marketingunternehmen verkauft. Und ja, das ist ein guter Punkt. Also diese Unternehmen spielen eine Rolle. Aber ich glaube, jetzt gerade ist das Problem, vor dem wir stehen, dass nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen wird. Ja, wir haben mit einigen Social-Media-Unternehmen gesprochen und sie auf die Probleme des Social-Media-Monitorings an der US-Grenze hingewiesen. Und da gibt es natürlich viele Probleme, das ist bekannt. Und ja, wir wollen eben viel mehr die Probleme aufzeigen. Und zeigen, wie über eine gewisse Periode Social Media Monitoring verwendet wurde. Und ich hoffe, dass wir da eine Gruppe treffen können und das ist auch ein anderer Teil unserer Arbeit, dass die Geheimdienste, die diese Daten sammeln, das ist natürlich nichts Neues, aber jetzt, wir wissen es, dass es passiert, aber vielleicht müssen wir da noch darüber erfahren, wie genau das vor sich geht. Und deswegen, je besser wir forschen, je mehr wir herausfinden, je mehr Leute darüber reden, desto eher können wir auch sicher sagen, kommt die Polizei legal oder illegal an die Daten. Danke für den Talk. Eine Frage zum Predictive Policing. Die deutschen Behörden haben ein Pilotprojekt gemacht, beispielsweise mit Breadpol. Und sie haben gesagt, dass sie diese Techniken nicht auf der Basis von Individuen einsetzen würden. Und sie haben das nur als Zusatzwerkzeug gezeigt, was man verwenden kann, kosteffektiv Sachen erstellen kann. Ist das glaubwürdig? Oder ist das nicht glaubwürdig? Oder brauchen Sie dann zwangsläufig doch Daten von Individuen? Ich glaube, wir hatten ja schon die Frage nach präventiver Polizeiarbeit, wo wird ein Verbrechen passieren? Aber
ich glaube, selbst wenn wir uns darauf fixieren, also auf wo wird ein Verbrechen passieren, dann wirft das immer noch Probleme auf. Dann haben wir immer noch das grundlegende Problem dieser Polizeiarbeit. Wir haben nur Informationen über Verbrechen, das bereits von der Polizei bearbeitet wurde. Und das ist bereits vorurteilsbehaftete Daten. Denn die Lösung, die Unternehmen präsentieren, also dieser Algorithmus wird zu mehr Vorschlägen, wo genau Verbrechen passieren, diese Algorithmen, ja, was wir da bisher gesehen haben, ist, dass es eben dieses grundlegende Problem gibt, dass zu viel Polizeiarbeit stattfindet in Gemeinden, wo schon Verbrechen stattfindet. Und da geht es natürlich dann auch wieder um die Unschuldsvermutung. Und nur damit zu arbeiten mit Daten darüber, wo Verbrechen stattfinden, das ist keine effektive Polizeiarbeit. Und vor allem ja, stellt das letztendlich die Grundrechte in Frage. Das ist jetzt kein guter Vergleich, aber es gibt ein Programm, Leuten zu helfen, bei der Entscheidung, jemanden anzuklagen oder nicht. Und die Polizei sagt natürlich, dieses Programm ist nur eine kleine Hilfe, aber man muss sich nur anschauen, wie viel los ist in einer Polizeistation, um herauszufinden, dass es nicht nur ein Zusatzangebot ist. Und es geht eben dann eben nicht nur, naja, wen verhaftet man, wo sollen wir hingehen, sondern da wird eben wirklich sehr viel automatisiert. Danke. Meint ihr, dass es glaubwürdige Argumente gibt? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, hier EU-Richtlinien anzuwenden, um die Arbeit der Polizei in England zu steuern? Und wird sich das nach Brexit ändern? Also, da geht inzwischen etwas vor sich. Hoffentlich wird auch nach dem Brexit die UK immer noch Teil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sein. Und natürlich will man noch bei Interpol mitmachen und so weiter, aber die Polizei arbeitet auf einer anderen Ebene. Und wenn sie gegen das Gesetz verstoßen müssen, um weiter mitspielen zu können, dann werden sie das wahrscheinlich tun. Und die Politikerinnen und Politiker und auch die Polizei, die will natürlich Teil dieser Gruppen bleiben. Deswegen werden diese, wird das weiterhin eine Rolle spielen, aber im Strafrecht wird das anders sein. Ihr habt erwähnt, dass sie keine operative Sicherheit und dass Sachen veröffentlicht würden. Wir hatten viele Datenlecks um der ganzen Welt, nur um ein paar zu erwähnen. Wenn diese OPSEC so schlecht ist, dass solche Probleme dort auch kommen, gibt es davon ein Datenleck von solchen privaten Informationen? Was könnte das für eine Auswirkung haben? Ich glaube, das hängt davon ab, um was für Informationen es sich handelt. Also wenn es eine Datenbank um Schwerverbrecher, wirklich Menschen, die ein Verbrechen begangen haben, geht, dann muss das natürlich besser gesichert werden. Aber wenn es Datenbanken sind, die allerlei Arten von Informationen von zum Beispiel Handys, Fotos, private Fotos halten, dann sind wir auf die öffentliche Reaktion auf solche Leaks gespannt. Und ich glaube, dann werden die rechtlichen Einschränkungen dieser Art von Polizeiarbeit auch sehr viel früher kommen. Wenn da eben eine große Erregung in der Öffentlichkeit kommen sollte.
Hi, thanks for the talk. Danke für den Talk, sehr interessant. Kurze Frage. Wie viel kostet ein Celebrite? Wie viel kostet der? Ich glaube, es gab mal was auf eBay, aber ich glaube nicht, ob das natürlich echt war, aber ein paar tausend Pfund. Man muss natürlich, ja, nur die Polizei kann diese Geräte kaufen. Es ist teuer, aber nicht zu teuer. Und ich versuche, Universitäten zu finden, die welche besitzen. Ich weiß, dass da Daten von Laptops extrahiert werden, aber ich habe noch keine gefunden, diese Celebrite-Geräte von Mobil.